Ja, hallo Freunde, einen wunderschönen Sonntag wünschen wir euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir machen heute ganz einfach eine Westernpfanne. Viel Spaß! Für unseren Westerntopf benötigen wir folgende Zutaten. Baconstreifen, das sind ungefähr 200 Gramm. Ungefähr 250 bis 300 Gramm Rindermett, eine Mozzarella-Kugel. Das ist eine große Tasse Espresso, da sind vier kleine drin in der großen Tasse Espresso. 100 Milliliter Whisky, wir haben hier Kilbeng genommen. Zwiebeln, Tortillanüsse von Öltje haben wir die jetzt genommen, ich denke jede andere Firma wird auch gehen. Kidneybohnen, weiße Bohnen, Salz und Pfeffer, etwas Sambal Olé und Olivenöl. Und natürlich habe ich wieder eine Zutat auf dem ersten Video vergessen, und zwar Tomaten. Tomaten kommen auch noch mit in die Pfanne. 2 Esslöffel Olivenöl habe ich nun in der Pfanne erhitzt. Da rein kommen unsere Zwiebeln. Ich habe sie nicht zerschnitten. Ich finde das sehr schön, wenn sie ganz bleiben, weil es waren ja kleine Zwiebeln. Dazu kommt unser Bacon. Das Ganze braten wir kurz an. Ich denke 2-3 Minuten. Und dann melden wir uns wieder. Ja, Freunde, jetzt kommt unser Rindermett dazu. Das braten wir jetzt krümelig an. Und wenn wir dann soweit sind, geht es natürlich an selbiger Stelle weiter. Ja, unser Rindermett ist jetzt auch krümelig angebraten. Jetzt geben wir die Tomaten dazu. Den Bohnenmix. Den haben wir abgespült. Weil, wenn man die Bohnen aus der Dose holt, sind sie sehr schleimig oder wie auch immer man das nennt. Kocht die schon wieder auf jeden Fall? Passt. Das wird jetzt nochmal 2 Minuten und dann geht's weiter. Dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt würzen wir mit Salz. War vielleicht nicht zu viel, ne? Ich denke, nee, den Becken gibt es ja nicht. Becken wird abgeben. Ja. Bisschen Pfeffer. Mehr Pfeffer so. Und einen guten Teelöffel von dem Sambal Olé. Ja. Sambal Olé. Korrekt. So, das Ganze mengen wir jetzt schön durch. Und auch noch ein bisschen weiter schmoren. Ja, und dann geht es hier auch gleich weiter. Ja, jetzt löschen wir erstmal mit dem Espresso ab. Das riecht gut. Klasse. Hätte ich gar nicht gedacht. Man kann auch gleich der Whisky dazu. Das riecht natürlich noch besser. Ja, ich denke, das lassen wir jetzt ein bisschen einreduzieren. Ne? Genau, und dann verteile ich das auf unsere Eisenpfännchen, weil ich finde das von der Deko her viel, viel schöner. Ja, jetzt hat man klares Bild. Ja, Freunde, gleich sehen wir uns wieder. So, zu guter Letzt ein paar von unseren Nüssen. Und dann schichten wir um. Genau, und dann schichten wir um. So ein paar Minuten wird es dauern. Ich denke mal, schon wieder kein mehr. Ja, einmal pusten bitte. Ja, danke schön. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn es in die Pfanne geht. So, die ganze Sache haben wir jetzt in 2 gusseiserne Pfannen umgeschichtet. Man hätte wahrscheinlich auch gleich drin backen können, aber... Mehr als Deko, ne? Ich finde es als Deko sehr schön. So, ja. Jetzt kommt Mozzarella noch rein. Mozzarella ist drauf.
Genau. Und dann werde ich das Ganze jetzt im Backofen bei 200 Grad ungefähr 5 Minuten, so dass der Mozzarella zerläuft. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So, unsere Wässerpfanne ist nun fertig. Dazu gibt es unser schnelles Fladenbrot vom Grill. Das Video dazu verlinke ich euch nochmal. Ja, Anne und ich wünschen jetzt einfach nur guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Eine total leckere Sache. Solltet ihr unbedingt ausprobieren. Und vergesst auf keinen Fall die Nüsse. Die haben noch so das gewisse Etwas. Einfach genial. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Ja, Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss.